Deutsche Rapper sind größer als nur Maus. Beim Pokerspielen habe ich ein volles Haus. Real Talk, das war der beste Haus-Maus-Reim, den ich bis jetzt je gehört habe. Aber trotzdem scheiße. Deutsche Rapper sind nicht mal erwähnenswert, euch gibt es wie Sand am Meer. Und das Schlimmste noch dazu, es werden immer täglich mehr. Deutsche Rapper sind wie Shisha-Bars, ein Club voller Pfeifen und Padilaras. Angela Merkel, mach Shisha auf. Deutsche Rapper sind Marionetten. Lines werden gezogen, anstatt sie zu rappen. Deutsche Rapper sind kleine Miskins, denn sie kommen immer wieder zurück, so wie Frisbees. Deutsche Rapper sind häufig Sängerinnen mit Männerstimmen, die heulen wie ein Kind, wenn sie ihr Boyfriend nicht mehr nimmt. Manche deutsche Rapper sind wie dieser Kanal. Fressscher denn je. Kuss, Digga. Deutsche Rapper sind durchgeschaltet sowie Kleinanzeigen. Nur noch Plastik und Kommerz sowie zu Weihnachtszeiten. Deutsche Rapper sind austauschbar wie Kryptowährungen. Bro, mach doch einen Reim auf Kryptowährungen. Das hätte übelst Potenzial gehabt. Aber so ist halt scheiße. Deutsche Rapper sind nicht mehr mal was, was sie waren, sowie die Rolex-Uhren von türkischen Bazaren. Deutsche Rapper sind nach dem Major-Deal wie QVC, das Game kolzirektal. Also rappen sie, ich spuck aufs Game. Kommen wir jetzt zur Top 3. Deutsche Rapper sind Zeugensprecher, die snatchen gehen. Und vor Gericht Aussagen wie ein Familienvater beim Tischgebet. Ganz ehrlich, 10 aus 10, weil snitchen gehen, Tischgebet, gute Reim, Real Talk, nice. Deutsche Rapper sind naiv, denken sie könnten mit Groupies was Böses starten. Doch kennen, müssen jagen, höchstens mal, vom Hören sagen. In diese Brusttaschen-Rapper. Rappen von den Benz, doch sind Buskattenstempler. Die hat mir übelst gefallen, auch wenn der Bro ein halbes Album geschrieben hat, aber ist mega lustig, mega gut. Feier ich 10 aus 10, Platz 2. Deutsche Rapper sind am Vorgeben, das Rockstar-Life zu leben. Doch verkaufen dann für paar Klicks mehr, bei Spotify die Seele. War für mich klar, Platz 1, 10 aus 10, diese Spotify-Seele zu verkaufen. Reim ist einfach on point, ist geil, ist nice. 10 aus 10, Platz 1. Danke fürs Mitmachen, danke euch allen fürs Mitmachen. Ich hoffe, das Video hat euch so gefallen. Das Format wird jetzt in dem Stil bleiben. Die Top 3 bewerte ich persönlich. Alles andere, wisst ihr, was passiert ist, wird auch so bewertet. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, ein Abo, alles, kommentiert, folgt mir auf Instagram, macht mich verrückt. Peace out.